Ja, hallo, willkommen zum nächsten Video mit Flugkapitän Bodo. Wir sind ja gestern von Paderborn nach Hannover geflogen und hier in Hannover gelandet. Und nachdem wir dann die Nacht hier verbracht haben, geht es heute weiter nach Berlin-Tegel. Wir schauen uns gerade noch mal unsere Maschine von außen an, muss ja auch mal geprüft werden. Und dann geht das wieder von vorne los mit der Arbeit. Da muss die Maschine erstmal in Betrieb genommen werden. Ich habe inzwischen auch ein paar Ansichten gespeichert, so dass ich schneller umschalten kann und nicht immer mit dem Joystick oder der Maus rumwedeln muss, um irgendwelche Sachen zu sehen. Und wir starten gleich das Breitmachen der Maschine. Zuerst muss Battery auf On und Covered. Dann haben wir den nächsten Schalter. Ah, das ist blöd. Ich habe mir das hier ein bisschen klein gemacht. Mal gucken, ob wir das noch ändern können. Jawohl, wir müssen die Stromversorgung auf Battery stellen. Die Wechselstromversorgung auf Ground Power. Standby Power war das vorhin. Master Caution muss ausgeschaltet werden. So, dann geht es gleich weiter mit den nächsten Schritten. Die Hydraulikpumpen und die Fuel Pumps müssen ausgeschaltet sein. Und dann geht zur Cabin Util, die muss an, die FFP Seat muss an. Ground Power sollte an. Und dann müssen wir auch wieder die Wechselstromversorgung ändern. Von Standby Power auf Ground Power. Das ist der rechte Schalter und wir schalten einen weiter. Dann haben wir da die Stromversorgung, ich nehme an 114 Volt ist das in Wechselstrom und 20 Volt oder 28 Volt in Gleichstrom. Oben sind anscheinend die Ampere und die Frequenzen. So, die Ex Emergency Exit Lights müssen armed und covered sein. Dann müssen wir die Lichter anschalten. Position Licht muss auf Steady stehen. Will Well muss an. Logo muss an. Und Wing sollte auch an sein. Bitteschön. Fasten Seatbelts auf Auto. Heute gibt es einen Raucherfluch. So, und dann sollten wir die Fuel und Payload eingeben in FMC. Wir übernehmen das. Wir haben 10.000 Lips zugeladen. Gestern waren es 124.000 heute, oder 124, heute sind es 135. Daran sieht man, dass das auch sauber übernommen wird. So, Plan Fuel, ich weiß nicht, was man da eingeben muss, aber im Prinzip die Werte sind ja alle plausibel. Das heißt, wenn ich Fuel 23.000 rechne, die 112 ZFW und dann komme ich auf die 135 Gesamtgewicht. Also das stimmt schon. Ich denke mal, der Rest dürfte auch dort ziemlich uninteressant sein auf dieser Seite. Jetzt wollen wir mal eben gucken nach der Transition Altitude, die hier auch noch steht. Müssen wir eben die Transition, die SID von Hannover raussuchen. Und dann finden wir auch dort eine Transition Altitude von 4000 Fuß. Gehen wir mal eben ein. So, dann können wir 100 Coast Index eingeben, weil im Prinzip ist das meiner Meinung nach im Augenblick auch egal, was da steht. Und Reserve können wir auch 5000 Lips eingeben.
Aber ich glaube nicht, dass sich das irgendwo auswirkt, weil das Gesamtgewicht ist klar. Und das ist das Einzige, was den FMC jetzt im Augenblick interessieren dürfte. So, dann müssen wir die Resirk-Fans links und rechts auf Auto setzen. Die Packs links und rechts gehören auch auf Auto, stehen auch schon so. Isolation Valve ist Auto. Und dann müssen wir den Autopiloten überprüfen, ob der aus ist. Im nächsten Schritt sind die Speedbrakes dran, dass die ausgeschaltet sind. Schauen wir mal eben. Es ist komisch, dass der immer mit Speedbrakes geladen wird, der Flieger. Aber wir schalten sie eben aus. So, jetzt kommt der IRS-Selektor. Der ist ganz oben. Den sollten wir zunächst auf Test stellen. Das klappt natürlich wieder nicht, weil der zur Seite steht. Das heißt, wenn der von der Seite zu sehen ist, ist das schwer, die Außenräder zu stellen. Und da muss man immer ein bisschen rumsuchen. Gott sei Dank muss das nicht so oft sein. Von daher ist das auch nicht ganz so tragisch. Da ist er. Ja. Immer noch nicht, immer noch nicht. Da ist er. So, auf Test. Dann schalten wir auf Align. Dann haben wir den Test und dann stellen wir den zurück auf Feeding STS. Und im nächsten Schritt stellen wir die NAV auch wieder auf Align, auf NAV, Entschuldigung. Und damit haben wir dann auch die NAV Position. Weil wir sollen ja jetzt in die Treff machen. Normalerweise ist mir klar, dass das NAV sollte erst danach kommen, aber da muss man die ganzen Koordinaten per Hand eingeben. Ich habe das bis jetzt noch nicht hingekriegt, da überhaupt eine Eingabe zu machen, mit der er zufrieden ist und die er übernimmt. So, wir tragen aber erstmal EDDH für Hannover als Referenz-Airport ein. EDDV. So. Und wir stehen am Gate 7. So, und dann können wir jetzt einfach diese NAV-Daten übernehmen als IRS-Position. Ich glaube nicht, dass das so erlaubt ist, aber ich kann es per Hand nicht eingeben. So, danach sollen wir die Route eingeben. EDDV ist der Startflughafen. Wir wollen nach EDDT. Flightnummer lassen wir heute mal weg. Wir wollen ja nicht um. Wir starten von Runway 9. L. Will er nicht? Dann starten wir von Runway 9. Will er auch nicht? Jetzt müssen wir erst noch mal auf den Plan gucken, aber wir sind gestern auf 9L gelandet, also. Da kommt man ins Grübeln. Na, versuchen wir es mal mit 09L. Aha, so geht's auch. So, dann kommen wir zum Flightplan, denke ich mal. Jetzt müssen wir natürlich eine SID finden. Die uns zum nächsten Wegpunkt führt. Das könnte diese Mult 4Y sein. Nehmen wir die mal. Richtig, der führt uns auch nach Muldo, da sollen wir auch hin. So, Next Page, jetzt müssen wir wieder im Flugplan gucken, welche Luftstraße wir benutzen müssen. Das ist die T207. Und da kommen wir
nach nach Badel. So. Und dann haben wir keinen Wegpunkt mehr. Dann müsste der Star beginnen. Sind wir hier mit der Routeneingabe soweit fertig? Dann müssen wir einen Approach noch programmieren. Approach. Natürlich gucken, welcher vom Bartel, der hat 2. Müssen gucken, gucken, gucken. Und dann ist es der Warte 6Z. Sicher? Sicher. So, und wir wollen ILS 08L und die Transition sollte LA 08L sein für LAN um 8 links. Nochmal eben prüfen. So, dann haben wir die auch drin. Und dann können wir wieder exekutieren. Damit wären die Routen drin in den Lecks. Jetzt schauen wir mal eben ganz kurz durch. Sind noch kaum Höhenangaben drin, Geschwindigkeit auch noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal wahrscheinlich die Route durch. Ob sie uns bis zum Flughafen führt? Jawohl. Conway 08L. So ist es richtig. So. Ja. So machen wir jetzt weiter. So, wir haben die 109,10 ITLE mit dem Kurs von 0,78, wobei die Karte sagt uns 0,79. Aber können wir hier nicht ändern. Aber zumindest stimmt die Frequenz. Ja, mal eben gucken, wie weit es ist. So, dann wollen wir erstmal gucken, wo wir cruisen wollen. 15.000 ist in Ordnung, denke ich. Target Speed 276. Wir sagen, wir wollen ökonomisch fliegen. Wobei die Frage ist, was wir da tun müssen. Also die letzte Altitude ist 1530 Fuß. Ist kurz vorm Flughafen Tegel. Da haben wir jetzt auch die Flughöhen drin und die Geschwindigkeiten.
Können wir auch nichts ändern. Gehen wir da mal 190 ein. Fliegt er bei Muldo, fliegt er 306, bei Bartel fliegt er 306, bei Gerit 190 und danach fliegt er wieder 220, anstatt dass er bei den 190 bleibt. Ne? Komisch. Und dann so 8, 9 Kilometer, 9 Meilen vorm Flughafen dürfen wir dann die Geschwindigkeit selbst übernehmen. Ja. Also ich würde sagen, die Route ist okay. Können wir nicht meckern. So, dann können wir in der Checkliste weitergehen. Wir machen die Pumpe 1 vorwärts an. Wir schalten die APU on. Jetzt müssen wir einen Moment warten, bis die APU anläuft. Die hat da links so eine Art Drehzahlmesser oder was das ist. Und sie rührt sich. Es läuft an. Danach können wir dann die Gen-Switches links und rechts setzen. Ist noch nicht so weit. Jetzt. Dann schalten wir den Strom auf den Bus. Dann müssen wir wieder den Selektor für Wechselstrom ändern. Also erst müssen wir die APU und die Engine Bleeds anmachen. Dann kommt der AC Voltmeter Selektor auf APU Gen. So, kurzer Blick auf die Parking Brake, die sollte gesetzt sein. Tja, ich weiß, kann meine Knöpfe nicht mehr finden. Die ist gesetzt. Dann können wir die Ground Connections disconnecten und removen. Quatsch, das war's. Master Caution müssen wir uns wieder angucken. Ist aber nichts passiert. Dann müssen wir den Altimeter setzen. Und die erste Altitude einstellen. Da sind mal die 3,6 ein vom ersten Wegpunkt da. AA ist noch nicht mal der erste Wegpunkt. Tja, man sollte seine Knöpfe kennen. So, wir gehen mal auf den Flight Plan. Und dann steppen wir den mal kurz durch. Ob denn unsere Route so okay ist. Na, das ist sehr eng. Das müssen wir wahrscheinlich nochmal mit einer anderen Ansicht machen. Weil man gar nicht sieht, wo der herläuft. Doch, man sieht's.
aber nicht richtig. Dann stellen wir den noch mal auf größer, bitte. So, und dann steppen wir uns noch mal da durch. Ja, das ist eine Route wie in Düsseldorf. 280 Grad Kern drin. Nur eben andersrum. Da dürfte der Flughafen sein. Ja, okay. Damit dürfte die Route auch in Ordnung sein. So, Flightplan können wir wieder auf Map stellen. Ja, dann haben wir unseren Elevator Trim nach FMC Data machen. Finde ich nur nicht. Dann setzen wir hier mal die Flaps auf 5 vielleicht. Nee. Runway Wind weiß ich auch nicht. Da sehen wir auch keinen Wind im Augenblick. Dann lassen wir den mal weg. Temperatur könnten wir ja auch mal sagen 19 C. Außentemperatur. Nochmal 19 C. Zack. So, und dann geben wir hier jetzt mal die Flaps noch mal vor mit 5 Grad. Bisher haben wir da immer V1, VR und V2 automatisch bekommen. Im Augenblick kommt das nicht. Warum, weiß ich nicht. Das ist etwas komisch, dass es nicht kommt. Keine Geschwindigkeiten, irgendetwas fehlt, habe ich nicht eingegeben. Aber ich weiß nicht was. Naja, denk mal, so wichtig wird es nicht sein. Ich vermute mal, dass wir so ab 140 abheben können. Auch dann kommt nichts. Ja, mit dem FMC, da habe ich auch noch viele offene Fragen. Haben wir doch schon reingeguckt. So, jetzt können wir Fuel Pumpen All On machen. Hydraulikpumpen dürfen auch alle an sein. Anti-Collision Lights dürfen an sein. Die Packs links und rechts müssen ausgeschaltet werden. Und wir müssen den Antrieb auf Idle stellen. Und danach können wir unseren Pushback rufen. Und mal gucken, ob wir hier einen haben. Bisher hatte ich keinen. Dazu müssen wir aber erst die Parkbremse lösen. Rufen wir nach Pushback. Na, wie gesagt, Brake links soll immer da sein, wo der Fahrer von dem Pushback-Auto hinguckt und links ist. Das heißt, er sollte uns dann rechts herumschieben, aus unserer Sicht gesehen.
So, da kommt schon einer angedonnert. Fenster können wir wieder schließen. Der fährt auch durch die Stromversorgung durch. Ganz toll. Und dann können wir unsere Maschinen anmachen. Die Duct Pressure haben wir kontrolliert. Machen die linke Maschine on. Und müssen dann noch Fuel Control auch on machen. Dann sollte die linke Maschine anlaufen. Und wir werden geschoben. Aber nicht rechts rum, sondern links herum. Da habe ich falsche Informationen gehabt. Also wenn ich sage links, schiebt er mich aus meiner Sicht nach links. So, steht auf Cont, dann können wir die rechte Maschine auch noch anmachen. Und auch wieder Fuel Control on machen. Und der schiebt uns weiter zurück. Oh, 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 oh. Und schon ist er wieder weg. Machen wir mal lieber Break. Parking Break. So, die zweite Maschine läuft auch auf Continuous. Und dann müssen wir die Engine Switches links und rechts auf On machen kurz. Und den AC Voltmeter auf Gen stellen. So, damit haben wir jetzt den Strom von den Maschinen. Das nächste ist jetzt die APU off. Man muss nicht immer klicken, erst gucken, dann klicken. So, APU off. Und die APU bleed können wir auch auf off schalten. Die Packs links und rechts wieder auf Auto. Pitot Heat Switch on. Probe. Das ist da oben. Tack. Window Heat und Anti-Ice Switch brauchen wir nicht. So, dann kommt der Yaw Dumper. Den müssen wir on machen. Dann die Klappen setzen und auch die Autobrake. So, Klappen laufen schon, Autobrake noch auf RTO und damit ist Pushback beendet. Taxi Lights on. Runway Turn Off Lights auch on. Und T-Gas auf Test. Na, ich habe meine ganzen Tasten noch nicht drauf so richtig. So, Test ist ganz links. Der will auch nicht so richtig. So, jetzt ganz nach links. Und dann können wir zum Holding Point taxien. Und dabei die Taxi-Checklist durchgehen. Aber erstmal fangen wir jetzt los. So, wir müssen drehen, da wir ja ein Pushback in die falsche Richtung bestellt hatten. Das heißt, wir drehen jetzt die Kurve nach rechts. Und fahren praktisch dahin zurück, wo wir auch hergekommen sind, an die Runway 09L. Hier in Hannover. So, inzwischen sollte der Autopilot gesetzt sein, was auch immer das heißt. Der Autopilot Disengage Bar sollte ab sein, das ist er.
Die Flight Directors, ja, die mache ich jetzt lieber nicht an, dann kann ich nicht mehr lenken. So, und diesen ganzen Aufwand habe ich jetzt gemacht, obwohl ich früher direkt auf der Piste gestanden habe mit laufenden Maschinen. Aber man will es ja richtig machen. So, jetzt machen wir schon mal die Flight-Direktoren an und den Autothrottle. Geschwindigkeit sollte auf V2 stehen, hat uns FMC allerdings nicht gesagt, was das ist, also nehmen wir mal 180. Die Heading sollte die Runway Heading sein. Ich glaube, das war 91 oder so. Und die Altitude Check Initial Alt haben wir gemacht. Also fahren wir erstmal weiter. So, jetzt müssen wir gleich irgendwo da links abfahren. Denke ich. Aber da geht gar nicht mehr links. Da haben wir schon die Runway erreicht. Und da ist schon der Holdingpunkt. Oh, das geht aber fix hier jetzt. Dann sind wir schon auf der Runway. Hoffentlich reicht das. Nicht, dass wir da mitten drauf fahren. So, was müssen wir hier tun? Landing Lights. Also, gucken wir mal. Brick. So, dann stellen wir noch die Heading ein. Gehört noch zum Taxi-Check. '91. '37 lassen wir. So, und jetzt müssen wir die Lichter schalten. Landing Lights müssen an. Runway Turn Off Lights on. Taxi Lights off. So, Strobe and Steady fürs Positionslicht und Tikas auf TA, RA. Da haben wir ihn. Ist ganz rechts. So, da haben wir es. Transponder Mode C habe ich immer noch nicht gefunden, wo ich da Mode C einstellen kann. Aber vielleicht ist das das gleiche. So, ready for take off. Parking Brake Set, Thrust Levers TO, Parking Brake Release, Push Forward, Rotate, Lift Off. Gut, das ist das nächste. Und jetzt können wir an sich starten. Kommt auch keiner. Dann fahren wir hier mal sofort auf die Runway. Aber es sieht mir aus, als wenn wir da mitten drauf kommen. Oder nach zwei Dritteln. Ich glaube, wir werden hier noch eine Ehrenrunde drehen müssen. Schauen wir mal. Oh Mann, ja, da vorne wird schon aufgesetzt. Das bringt nichts. Ich glaube, hier können wir gar nicht starten. Dafür ist das Ding von hier aus zu kurz.
also Ehrenrunde. Nehmen wir mal inzwischen die Landkarte von dem Flughafen und mal gucken, wo wir daher müssen. Haben wir gerade wahrscheinlich irgendeine Abfahrt verpasst, nach links, um an den Anfang der Runway zu kommen. Das ist ein Flug mit Hindernissen. Also wieder runter von der Runway und nochmal ab in Gegenrichtung. Weiß gar nicht, wie schnell die auf diesen Taxiways fahren dürfen. Müsste man auch mal rauskriegen. So, jetzt habe ich es gefunden. Da müssen wir gleich mal kurz nach rechts und dann geht es doch links ab. Aber da sind wir gerade dran vorbeigefahren. Das hätten wir gerade schon finden müssen. Also ich habe das Gefühl, dass hier bei dem Zibomot-Flugzeug die Reifen nicht mehr so quietschen. Das ist wesentlich angenehmer als beim Original. So, hier jetzt ein bisschen nach rechts. Also wenn ich das jetzt richtig hier beobachte, dann haben wir jetzt bisher fast 40 Minuten gebraucht, um bis an den Start zu kommen. Ist natürlich sehr zeitaufwendig. Dann weiß man auch, warum die Flugzeuge immer so viel auf der Erde stehen. So, und ich glaube, hier müssen wir jetzt den Linksknick machen. Da bin ich gerade nicht reingefahren, weil da rechts die Start- und Landebahn ist. Habe ich immer gedacht, das ist Einflugschneise. Aber ist wohl nicht. Aber wenn man sich das mal überlegt, wie lange das dauert, bis man überhaupt mal abheben kann, das ist schon irre. Ich glaube, auch beim nächsten Mal werde ich diese Vorbereitung alles schon vorher machen und die Aufnahme erst dann, wenn gestartet wird. Weil das wird ja dann, werden ja wahnsinnig lange Filme. Sei denn, jemand will es nochmal sehen. Da scheint wieder ein bisschen windig zu sein, dass er hin und her geschoben wird. Ist auch wieder bedeckt. Na, können wir hier noch weiter oder müssen wir hier schon rein? Sieht so aus, als wenn es hier noch mal weitergeht. Nicht, dass ich wieder zwischen den Leuchten lande. Ist mir auch schon passiert. Bin ich so weit entlang gefahren und stand ich hinterher zwischen den Einfluglampen da, Einflugleuchten. So,
So, wir sind bei Minute 40 und haben es endlich geschafft bis zum Start. Da sind die Leuchten. Nee, wir kommen gut. Ich glaube, wir kommen gut. Jo. Dann können wir auch gleich auf die Startbahn rollen. Die Lights sind ja noch gesetzt. Die haben wir gerade nicht wieder zurückgesetzt, als wir eben diesen Umweg gefahren sind. Hätten wir natürlich tun müssen, denke ich. Aber es hat den Vorteil, dass wir hier jetzt keinen Aufenthalt mehr haben, sondern gleich durchstarten können. Die gesamte Landebahn steht uns zur Verfügung. Oder Runway. Oder Startbahn. Und so wie wir gestern gelandet sind, starten wir heute wieder. Ja, es bläst von der Seite anscheinend. Ja, wir können jetzt langsam hoch. Zeigt er uns. So, und dann können wir das Fahrwerk reintun. Flugzeug gerade halten. Schiebt uns ein bisschen nach links. So, und dann wollen wir schnell schauen, dass wir den Autopilot in Gang kriegen. Das wollte ich nicht. Das ist, wenn man an das Mittelrad der Maus kommt, dann zoomt er. Autopilot an, LNAV an, RNAV an. Und jetzt sollte er an sich tun, was er soll, nämlich fliegen. Können wir langsam die Flaps reintun. Wir steigen, gucken wir von außen nochmal schnell. Sieht alles gut aus. Wir gehen mal auf Lex. So, und wenn wir den ersten Wegpunkt gefunden haben mit den 3700, dann können wir die Flughöhe vorgeben. Den Rest wird das LNAV machen, denke ich. Das ist ja noch an. Also stellen wir die 15.000 ein und dann wird er, dann wenn er steigen darf, auch steigen. Das war, was ich bisher nicht so realisiert hatte. Man muss den in Ruhe lassen. Man sollte ihm nur die Flughöhen vorgeben und ihn bei Bedarf wahrscheinlich nochmal antippen. So, er geht auf 250. Darf er ja. Oh, geht sogar noch weiter. Ne, geht auch wieder zurück. Die 3000er Marke haben wir überschritten. Und jetzt können wir in Ruhe mal gucken, wie der Flughafen aussieht, sofern wir ihn durch die Wolken noch sehen. Na, da hinten ist er. Man sieht ihn. So, und damit sind wir zumindest in der Luft und auf dem Weg nach Berlin. Trotz aller widrigen Umstände. Tja, so sieht man Hannover, wenn man nach hinten rausguckt und nach Osten startet. So, dann können wir jetzt Checklist für Climb machen oder After Take Off, Trim is Required, Gear Up, Autopilot On, VNAV, LNAV On haben wir gemacht, Flaps, Race und Schedule haben wir fertig. Auto Brake sollte off sein, Landing Lights sollten off sein, Runway Turn Off Lights sollten off sein, Wheel Well Lights sollten off sein, Window Heat bei Bedarf, Anti-Ice bei Bedarf und Altimeter Readjust und Transalt. Das ist der Climb-Teil der Checklist. So, und dann kommt der Kreis, da soll man sagen,
Autopilot und FMC checkt permanently. Und die Fuel Consumption soll gecheckt werden. Und die Center Fuel Pump soll ausgeschaltet werden, wenn empty. Daher können wir jetzt erstmal ganz in Ruhe fliegen. Wir steigen jetzt auf Flight Level 150. Und müssen uns augenblicklich nur noch um weniges kümmern. Und wir haben jetzt einen Wind von 11 Knoten aus 343 Grad. So, das heißt, wir haben jetzt eine gute Strecke vor uns, wo wir ganz in Ruhe fliegen. Stewardess uns einen Kaffee bringen kann. Und was man sonst noch so im Flugzeug macht. So, wir sehen dort den grünen Punkt TC. Das ist beim Sibomode der Top of Climb. Das heißt, da müssten wir unsere Reiseflughöhe erreicht haben. Dann gibt es noch den Top of Descent. Da müssen wir anfangen zu sinken. Der wird aber nur so lange angezeigt, bis wir eine Sinkrate oder eine Zielflughöhe für Sinken eingegeben haben. Sonst ist der nicht da. Wenn man den überfliegt, hat man irgendwie geschlafen. So, jetzt müssten wir unsere Reise, ja, haben wir auch, bis auf 40 Fuß. Machen jetzt die erste Linkskurve. Und sehen mal wieder einen bedeckten Himmel. Auf dem EFIS sehen wir jetzt 21 Grad, 17 Knoten, also der Wind wechselt ständig. Ist heute sehr unverlässlich. Und wir haben noch 21 nautische Meilen bis Badel. Ja, 20. Tja, mit den 190, das war
fehlerhafte Einstellung. Das heißt, wenn man nie aufpasst, hat man solche Eier drin. Das macht uns natürlich noch ein bisschen langsam. So, wir regeln mal runter. Da wird auch noch nichts passieren, wenn wir das jetzt runterregeln, denn der wartet dann auf dem Top of Descent, auf den Punkt, wo er sinken muss. Also wie gesagt, er tut noch nichts. So lange nicht, bis er diesen Punkt überfliegt und dann fängt er an zu sinken. So habe ich es mir erlesen. Und wir fliegen locker mit den 306, die im FMC standen. Also alles so, wie es normalerweise auch sein sollte. Ja, und man sieht also eine gute Bewölkung. Und da ist vor uns der Wegpunkt Badl. 7 Meilen. Da gibt es auch wieder einen kleinen Schlenker. Ja, von 65 auf 33, auf 63 Grad. Und dann haben wir 39 Meilen zu fliegen. Jetzt gucken wir, was FMC so sagt. Gucken wir nochmal 109,10. Passt. Die Speed, Landesspeed, also Approach Speed haben wir noch nicht gesetzt da, glaube ich. Das müssen wir noch eben tun. 40 Grad klappen mit 136. Und 5 Knoten Windkorrektur. So, 79, können wir das eingeben? Nein. Versuchen wir es mal anders. Geht auch nicht. Lassen wir es so. Dann stellen wir da das wenigstens auf die 79. So, und rechts natürlich auch. Weiß nicht, was passiert, wenn das da nicht eingestellt ist, aber es wird empfohlen. Wollen wir erstmal kein Risiko eingehen. Da haben wir ja schließlich Passagiere an Bord. Und Flugbegleiter. Und man kann sehen, er sinkt also immer noch nicht. Weil wir diesen Punkt noch nicht erreicht haben.
Da haben wir es nicht eingestellt. Guck mal an. Sicher ist sicher. Stellen wir es hier auch mal ein. Gut, dass wir es nochmal geprüft haben. So, dann haben wir das PANNAV auch vernünftig eingestellt. Aber das steht erst bei der Descent and Approach Checklist, die wir 30 Meilen vor dem Touchdown beginnen sollen. So, Autobreak Set setzen wir auch schon mal auf 3. Ich kenne den Flughafen nicht. Na, jetzt fliegen wir mit 190, das ist natürlich nicht so schön. Aber wir können schon auf die letzte Höhe runtergehen. Weil wenn man ihn in Ruhe lässt, soll er das ja alles machen. Und 1430 ist die letzte, ist der letzte Wegpunkt. So, Landing Lights können wir auch schon anmachen, wenn wir sinken. Runway Turn Off können wir auch anmachen, wenn wir sinken. Aber wir sinken noch gar nicht, war noch ein bisschen zu früh. Aber da ist der Top of Descent, man sieht ihn in der EFIS Map. Und ab da sollte das Flugzeug dann anfangen zu sinken. So ich denn alles richtig verstanden habe, was ich gelesen habe. So, so ganz dicht sind die Wolken nicht, hin und wieder ist mal ein Wolkenloch drin, also ist echt Wetter. So sieht es ja auch, oder so sah es um die Zeit aus. Ja, hat Gas weggenommen und dann fängt er an zu sinken. Irgendwas stimmt da nicht. Da ist er, bei Girit. Und da machen wir dann einen kleinen Rechtsknick. Tja, wird er wohl jetzt hier auf die 190 gehen, die er drin stehen hat.
Co-Pilots Fenster aufgemacht haben oder was? So, da kommt der Rechtsknick. Wir sinken weiter. Nächsten Wegpunkt brauchen wir 10.000 in Earthmeilen. Na, 9,7 sind es noch. 10.000 below, also unter 10.000. Und er sinkt mit 1.500, ne? Nee, 1.300. Das ist schon Lanum. Da ist, glaube ich, unser Start zu Ende. Dann kommen die Transitions. So, ein bisschen Geschwindigkeit reduzieren wollte er haben. Sollte man natürlich in dieser Höhe noch nicht machen. Aber wenn er es sagt. Und er will mit 190 fliegen. Ich weiß, ja doch, wir haben es ihm vorgegeben, genau. Wollte schon sagen, man müsste mal die Luftstraßen kontrollieren hier, aber wir hatten es ihm ja vorgegeben. Ich glaube, Bild und Ton sind nicht synchron. Tja, wir haben Seitenwind. Wir müssten normalerweise über 200 fliegen, aber wie gesagt, er tut es auch so. Und wir sinken weiter auf Flight Level 7.9. Spürch. Aber man sieht hier sehr schön, dass das mit dem LNAV doch funktionieren kann, wenn man es richtig bedient.
Und ich glaube, da muss ich noch mehr Informationen suchen über diese FMC-Geschichten, weil da ist bestimmt noch mehr hinter. Ja, Licht ist an. Und vorne links sitzt der Captain. Und wir sinken weiter, aber langsam. Ja, wir müssen irgendwie durch den Wind, ändert sich auch relativ schnell die Geschwindigkeit, wenn man das mal beobachtet. So, wir sind immer noch bei 190 und dann dürfen wir wahrscheinlich wieder auf 220 kommen. Da habe ich nicht aufgepasst. Ein bisschen aufgerissen. Und er regelt. So, wie weit haben wir es? 13,2,1, 13 Meilen, bis wir wieder Geschwindigkeit haben. Ne, da kommt noch mal ein Stück mit 190. Naja, müssen wir uns langsam durchkämpfen. Wir sinken mit 400 Fuß und wieder nicht. Tja, alles sieht gut aus. Und da kommt der erste Turn um 90 Grad, danach wieder 90 Grad, dann haben wir 180 Grad und dann geht es wieder ein Stück zurück
Und dann machen wir noch einen 180-Grad-Turn und dann sind wir auf Flughafenkurs. Wir sinken weiter langsam. So, was müssen wir tun? Alter, haben wir gesetzt. Autobrake sind an. LS-Frequenz ist gesetzt. In NAV 1 und NAV 2. Der Kurs ist in beiden Selektoren. Altimeter haben wir, glaube ich, schon drauf gedrückt. Landing Lights sind an. Runway Turn Off Lights sind an. Spoilers sind geahnt. So, dann kommen wir gleich irgendwann zum Final Approach, aber das ist noch ein Stück hin. Gear, Flaps on Schedule, Autothrottle off, Spoilers engage, Thrust Reverser größer 80 Knoten und Runway freimachen. Okay, das kriegen wir automatisch hin. Und wir sinken weiter, jetzt mit 2000 und 1700, 1100. Und machen hier eine leichte Kurve, und man merkt, dass sich das Flugzeug durch den Wind doch etwas bewegt. Oh, was kommt denn da? 1400 Flight Level? 140? Kann doch nicht sein. Da müssen wir gleich mal genauer gucken. Aber er fliegt anscheinend die 190 weiter, ne? Stört sich gar nicht an den 220. Komisch. Na, er bleibt auf 190. So, jetzt drehen wir noch mal weiter auf Gegenrichtung. Da geht er mal ein bisschen hoch. Nee, das ist wieder anscheinend Wind. Ja, steht noch immer auf den 190, obwohl im FMC 220 steht. Hat er die 190 behalten. So, 5000 müssen wir erreichen in 7 Meilen.
Und danach hat er da wieder welche mit 14 und 140, 129. Da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. So, jetzt kommt der Wind mal von vorne rechts. Man sieht, dass das Flugzeug sich hin und her bewegt. Daran kann man erkennen, dass es doch dann böig sein muss. Ja, jetzt sind wir noch bei den 190. Na, da muss ich beim nächsten Mal ein bisschen besser aufpassen. Denn nach unten scheint er das zu machen, aber nicht wieder nach oben. Aber was ist da mit den Höhen los? 142, 131, 120, 118, 107. Da, 131. Als wenn er Sturzflug machen will oder was. Ja, er hat immer noch ein bisschen rum. Was haben wir denn? 12 Knoten Wind? 17? Aber ständig in Bewegung. Steigt er, weil er nicht unter 5000 darf. Trotzdem hat er da Flight Level 120 oder 131. Also der Flug ist richtig, aber die Anzeige von dem von den Lecks ist anscheinend nicht in Ordnung. Gucken wir uns mal das zweite nach vielleicht an. Der hat 120, 118, 120, der wechselt auch ständig. Wechselt permanent. Ja, die Flughöhen, die springen da. Irgendwas, oder es ist wieder eine Fehleingabe von mir.
dass der da irgendwas zuaddiert oder was? Dass ich in meinem jugendlichen Leichtsinn da wieder was eingegeben habe, was ich nicht verstanden habe und was sich jetzt auswirkt. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht resultiert das auch aus diesen 190, keine Ahnung. Tja, sollten nur, wo wir herfliegen. So, da müsste gleich der nächste 180-Grad-Turn kommen und dann haben wir Flughafenrichtung. So, gucken wir uns das nochmal eben an. Er ist jetzt da 9, 6, 8, 5, 8, 3. Das springt also hin und her. Aber ganz woanders, wo wir sind, und da ist alles in Ordnung. 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5000, ja, 8, 5, 8, 3. Also irgendwo ist da noch was verbesserungswürdig oder ich habe einen Fehler gemacht. So, und jetzt müssen wir uns auch Gedanken machen, wann machen wir Localizer an? Wir könnten sogar Rückenwind haben. Ja, sieht so aus, als wenn wir Rückenwind haben. Aber eben böig, auch nicht immer direkt. Von schräg hinten. Tja. Das wäre die Gelegenheit für einen Localizer, denke ich. Klack. Und da müssen wir warten, bis er gefunden wurde. Dann wird sich nämlich das Elna verabschieden. Und wir kriegen eine Mitteilung. Wind von schräg hinten oder von der Seite. Hätte man klugerweise vielleicht den Anflug noch ändern sollen. Aber jetzt versuchen wir es mal so. Bisher hat ja alles so gut geklappt.
Ja, die Geschwindigkeit macht ordentliche Ausschläge da. Ja, wir halten immer noch unsere 5000, immer noch VNAV. So, der Localizer hat eingerastet. Und die Anflughöhe ist, glaube ich, 3000. Da müssen wir jetzt warten, bis wir so unter 3000 gesunken sind. Dann können wir Approach machen. Tja, das Flugzeug tanzt. Ja, wir haben immer noch die 5000. Komischerweise bei 4100. Dann müssten wir jetzt sinken. Das würde wieder in etwa passen, was da jetzt übergeblieben ist. Er hat auch die 190 dort. Ne, hat er wieder 220. 190, 220. Also das ist irgendwo. Doch etwas komisch. Ja, der springt da hin und her, der kann sich nicht entscheiden. Das ist irgendeine Eingabe, glaube ich, die das durcheinander gebracht hat. Weil er hat anscheinend jetzt zwei Geschwindigkeiten dort und zwei Höhen. So, wir sind in der Wolke. Wir sinken jetzt weiter auf die 3000. Da kommen wir jetzt auch durch. Tja, und immer noch ein bisschen böig mit 9 Knoten hier unten.
So, jetzt müssen wir etwas stärker sinken, dass wir auf den Gleitpfad kommen. Und jetzt können wir auch Approach anmachen. Und dann sollten wir zumindest sauber zum Flughafen kommen. Auch wenn es hier ein bisschen rumwackelt. So, dann regeln wir jetzt mal ein bisschen Geschwindigkeit runter, weil FMC hat die Geschwindigkeitsregelung drangegeben. Dann können wir die Klappen langsam setzen. So, Räder raus. Bisschen bremsen, dass wir nicht zu schnell sind. Und da unten sehen wir dann, ich weiß nicht, ob das die Havel ist oder der Wannsee. Auf alle Fälle ist das Meer ein großes Wasser. Und da vorne sieht es auch aus, als sehe ich einen Flughafen. Jo. Wir sehen ihn, wir sind auf Gleitfahrt, Klappen sind raus, Speedbrakes gesetzt, gehen wir mal auf 140, oh, naja, 135 dürfen wir auch, wenn das mal nicht ein Fehler ist bei dem Rückenwind. Nee, bei dem bisschen Wind 6 Knoten. Aber dafür wirbelt er ganz schön rum. Ja, er eiert. Also im Augenblick fliegt noch der Autopilot und der eiert. Und das bei 6 Knoten. Kommt es mal von der anderen Seite. Jetzt von hinten. Und der Zibo-Mod, der macht ja auch den Autopiloten schon etwas früher aus. Der geht nämlich gleich aus. Und dann müssen wir noch die Geschwindigkeit rausnehmen, Autothrottle ausmachen. Ja, und ich hatte wenigstens gehofft, dass hier unten nicht so viel Wind ist. Aber so wie der rumeiert hier. So, da geht der Autopilot. Nee, noch nicht. So, Autothrottle aus, Autopilot ist aus. Und jetzt müssen wir da runter. Aber ist ja eine schöne lange Landebahn. Schauen wir mal. Ups. Ups, ups, ups.
Gott sei Dank keiner verletzt, außer der Stolz vom Captain. Naja, dann kann ich nur eins sagen. Danke, dass ihr zugesehen habt. Jetzt muss ich mich erstmal um ein neues Flugzeug kümmern, damit wir hier weiterfliegen können. Und wie gesagt, keine Verletzten. Steigen gleich alle wohlbehalten aus. Weil normalerweise haben wir ja nur etwas hart aufgesetzt. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.